Einen wunderschönen guten Morgen. Sehr verehrter Herr Cohen, ganz herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen eigentlich Funktion im Medico. Und ich hoffe, dass wir auch das gemeinsam diese gute Zusammenarbeit fortsetzen können. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste aus Syrien, seien Sie auch ganz herzlich willkommen, auch in meinem Namen, im Namen der Stadt Frankfurt. Ich habe nicht nur mich gewagt, hier zu kommen, absichtlich und ganz klar und deutlich bin ich hier gekommen, ein Zeichen zu setzen. Daher ist mir auch wichtig, hier zu sein. 2010, das ist ja nicht so lange her, knapp 12 Jahre, arabische Frühling. Wir haben alle da gestanden und gedacht haben, da wird es Frieden geben. Da wird eine Demokratie großgeschrieben werden. Da werden die Hoffnungen am Ende großgeschrieben. Ein Diktator, die wir auch in den wirklichen den arabischen Ländern erlebt haben, ein Ende finden. Mit einer Hoffnung für Menschenrechte, für Demokratie, für Selbstbestimmung, für Freiheit, Frauenrechte, aber auch, gestatten Sie mir, auch für die LSBTIQ-Menschen, die in diesen Ländern leben. Diese Hoffnung war sehr groß. Es war eine Zeit des Aufbruchs. Die ganze Welt schaute hin. Die ganze Welt fieberte mit. Dass Zivilgesellschaft und demokratische Kräfte gelingen, endlich in diesen Regionen Demokratie zu erleben und auch damit leben können. Wir wollen, und das war die Hoffnung groß, dass sie so sehr, dass die Menschenrechte in diesen Regionen in der Tat umgesetzt wird mit demokratischen Kräften. Dass sie friedlich siegten, dass sie auch ohne Blut vergießen, allein mit Worten und der Kraft, der Idee, einen Frieden in dieser Region zu ermöglichen. Die Idee, dass alle Menschen gleich an Rechten sind. Zu unserem Entsetzen, das können wir auch heute hier feststellen, in vielen Ländern jedoch ganz anders kam. Blutige Bürgerkriege tobten in allen Ländern. Sehr geehrter Herr Cohen, haben Sie das gesagt. In Libyen, in Jemen, aber auch in Syrien, wo die heute unsere Gäste hier sind. Die Diktatoren klammerten sich an die Macht mit ihrem Militär, aber auch mit den Polizeikräften. Blieben die auch an der Macht. Die Islamisten, IS und anderen, die nutzten diese Ruhe in der Region, um ihren Einfluss gewaltsam auszubauen. Inmitten mit dem Schrecken, aber auch dem Leiden, gibt es einen anderen Ort, der an diese Idee der Menschenrechte nicht vergessen hat. Einen Ort, dass demokratische Idee gelebt wird, aber sogar weiterentwickelt wird. Dieser Ort, und das möchte ich heute ganz groß sagen, das ist Rojava. Die Gesellschaft in Rojava sieht sich permanent unter Bedrohungen gegenüber und diese Demokratie zu verteidigen in Rojava ist heute immer wichtiger geworden. Unsere Bewunderung gibt es hier, dass der Handel der autonomen Selbstverwaltung weiterhin von Prinzipien wie Menschenrechten, aber auch Demokratie geleitet wird. Und das ist nicht selbstverständlich. Deshalb finde ich persönlich, aber auch in meiner Rolle als Bürgermeisterin, großartig, dass Medico Rojava von Anfang an vor Ort war, dass sie von Anfang an nicht aufgegeben haben, obwohl es in den letzten Jahren sehr, sehr schwer war. Gesundheitliche Versorgung, Flüchtlingshilfe, aber auch ein Vorbild sein und in der Welt zu verdeutlichen. Und ich bedauere sehr, dass wir sehen, dass wie wenige Menschen Rojava auf der Welt unterstützen. Und daher mein Dank an Medico. Sie haben nicht aufgegeben. Ganz herzlichen Dank dafür. Aber lassen Sie mich auch hier in Rojava danken. An Frauen, an Männer, an Menschen, die dort kämpfen, an Menschen, die aus Menschenrechte und Demokratie immer noch glauben und das nicht aufgeben. Der Kampf von Kobane brauchte sogenannte Islamische Staat die erste Niederlage,
Das dürfen wir nicht vergessen. Ohne Rojava und Kobane wären die islamische Regierung immer noch an der Macht. Und daher mein Dank, das ist eine Arbeit für uns in Europa, das ist für uns für Menschenrechte. Auch dieses dürfen wir nicht vergessen. Damit war der Nimbus der Unbesiegbarkeit gebrochen. Umso abscheulicher ist, lassen Sie uns auch heute feststellen, dass demokratische Projekte Rojava seit Monaten angegriffen wird. Drohungen, Anschläge von der Türkei sind heute, aber auch in Zukunft nicht hinnehmbar. Daher möchte ich gerne gemeinsam diese Ideal und daran ändern auch keine Deals mit der EU etwas, sondern ganz klare Bekenntnis zu Rojava. Die politische Katastrophen in anderen Teilen der Welt dürfen nicht dazu führen, dass Rojava einfach vergessen wird. Wir reden von Ukraine, erleben wir dort alle Kräfte, die dort, und wollte ich auch sagen, dass es auch meine Zustimmung hat. Aber das darf nicht sein, dass wir in Ukraine kämpfen, dass wir Ukraine unterstützen und Rojava alleine lassen. Das können wir nicht hinnehmen und zulassen. Was bedeutet, auch ich bin Bürgermeisterin von Frankfurt, was bedeutet für uns in Frankfurt? Das bedeutet, dass wir uns ganz deutlich an der Seite von Rojava stellen. Wir sind ja eine Stadt, die Wiege der Demokratie ist. Mein Büro als Bürgermeisterin schaut jeden Tag auf diese Wiege Demokratie Paulskirche. Diese Demokratie wurde immer zerstört und wieder aufgebaut. Stadt Frankfurt hat seit Jahren immer sich an der Fahne geschrieben, demokratische Kräfte, vor allem Wiege Demokratie, nicht nur in seiner Stadt, aber auch woanders verteidigen. Das tue ich mit meiner Anwesenheit hier, das werde ich auch in Zukunft tun. Daher für uns ist sehr wichtig, dass wir auch die Kurdinnen und Kurden vor der Aggression und Diskriminierung schützen müssen. Faschistischen Organisationen wie Graue Wölfe sind auch hier in unserer Stadt aktiv, versuchen auch in Frankfurt das Leben von vielen besonderen kämpferischen Kurdinnen und Kurden hier zu bedrohen. Sie haben sogar versucht, das möchte ich auch hier erwähnen, Kommunalpolitikerin, sie ist auch heute anwesend, einzuschüchtern. Saya Attash, die stellvertretende Vorsitzende der Ausländerbehörde, wurde mehrmals Bedrohungen und Todesdrohungen erfahren. Und dann kann ich mit aller Kräfte das verurteilen und diese Gewalt hat unsere Stadt nichts zu tun. Daher die Gewalt und Niedertracht, mit denen die demokratische Idee angegriffen werden, müssen heute und in Zukunft verteidigt werden. Sie werden angegriffen in Rojava, aber auch von unserer Haustür in unserer Stadt. Ich möchte Ihnen versichern, dass ich an Ihrer Seite stehe. Ich bin selbst in einem Land geboren, die Diktatur herrschte, aber auch heute herrscht. Ich bin in ein Land geboren, das die islamische Regierung, die Frauen, die LSBTIQ, vor 2 Tagen wurden 2 Menschen mit homosexuellem Hintergrund zu Tode verurteilt. Demokratische Kräfte sitzen im Gefängnis und täglich werden ermordet, gefoltert. Da kann ich Ihnen sagen, ich verstehe, was das bedeutet. Daher Solidarität und Menschlichkeit, Demokratie und Freiheit gelten für alle. Ich habe die Hoffnung, und wenn wir auch 10 Jahre Rojava haben, als ein optimistischer Mensch gebe ich die Hoffnung für Freiheit für Rojava nicht auf. Internationale, genau das müssen wir auch tun und heute, aber auch in Zukunft. Dass die internationale Anerkennung Rojavas muss kommen. Ich freue mich auf diese Konferenz und die Stimme von vielen Menschen, die von woanders hier kommen und genau diese Stimme stärken. Wir müssen von Ort für Frieden sorgen. Mir tut im Herzen weh, wenn ich höre, in den letzten Monaten 40 Kinder ermordet worden sind durch diese Angriffe. Frauen, die Opfer von diesen Angriffen sind. Und daher, wir können nicht zuschauen und schweigen. Das dürfen wir nicht hier, aber auch woanders nicht.
Ich danke Ihnen das von Herzen, dass Sie diese Tagung ermöglicht haben, in einem besonderen Ort. Medico hat diese Stimme immer groß gemacht in unserer Stadt und ich glaube, diese Tagung soll heute in Frankfurt, in Europa, auf der Welt die Stimme Rojava und Menschenrechte groß machen. Ganz herzlichen Dank. Ich wünsche Ihnen gute Tagung, gute Ergebnisse, vor allem eine kämpferische Stimme für Rojava und für Menschenrechte. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.